Ja, wie kommen wir erfolgreich ins digitale Zeitalter? Sehr aufgeregt lesen wir jetzt in den letzten Tagen diese Schlagzeilen. Da heißt es, Facebook im Auge des Sturms. Und jetzt ist die Rede vom Techlash. Facebook und Uber sind zwei Firmen im Silicon Valley, die jetzt erschüttert werden. Uber durch einen Unfall eines selbstfahrenden Fahrzeuges. Und dann gibt es plötzlich Artikel wie diesen, der sagt, es ist klar, dass Technologen sich sehr schnell in ethische Fragen werden einarbeiten müssen, wenn sie weiterhin die breite öffentliche Unterstützung bekommen möchten, die sie gegenwärtig genießen. Keine Frage, wir erleben den perfekten Sturm. Innerhalb von wenigen Jahren haben wir sehr viele neue digitale Technologien zu sehen bekommen, mit denen man wunderbare Dinge machen kann. Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Robotik, 3D-Druck, Virtual Reality, Blockchain Technology und so weiter und so fort, Quantencomputer. Das ist noch nicht alles. Jede von diesen Technologien kann Businessmodelle, ganze Branchen durcheinander wirbeln und wir ahnen schon, diese Technologien, die digitale Revolution wird unsere gesamte Gesellschaft verändern, eben revolutionieren. Es ist keine Frage, wir leben im Big Data Zeitalter. Innerhalb von einer Minute senden wir 700.000 Google-Anfragen. Die machen uns durchschaubar. Erik Schmidt hat gesagt, Google weiß, wo wir sind, was wir tun und mehr oder weniger, was wir denken. Aber auch Google hat hier und da Bauchschmerzen. Zum Beispiel hat sich Larry Page folgendermaßen geäußert. Erstens mal, ich glaube nicht, dass eine Demokratie funktioniert, wenn deine Regierung Daten sammelt und dir nicht wenigstens grundsätzlich sagt, was sie da tut. Und zweitens, in Europa habe er viel mit den Chefs und mit den Kommunikationsunternehmen geredet, die ihm gesagt hätten, wir brauchen Zugang zu den Daten unserer Nutzer, damit wir genau sagen können, was sie tun und die passende Werbung schalten. Und er habe gesagt, dass sie verrückt seien. Nun, Sie wissen genau, was passiert ist. Ja, diese Daten wurden ohnehin gesammelt und verwendet. Und Sie sollten sich diesen Artikel hier mal genau durchlesen. Dann sehen Sie nämlich, dass es hier einige Probleme gibt, insbesondere mit dem Thema Informed Consent. Ja, natürlich wissen wir, die Eingeweihten, dass Kreditkartendaten auf alle möglichen Arten und Weisen ausgewertet werden. Aber die meisten Menschen scheinen davon keine Ahnung zu haben, noch scheinen sie damit einverstanden zu sein. Das ist aber nicht das Schlimmste, sondern es geht ja noch viel weiter, denn es werden über uns wirklich unendlich viele Daten gesammelt. CIA-Direktor Gashant sagte, wir sind im Grunde genommen eine wandelnde Sensorplattform. Selbst wenn wir das Handy ausgeschaltet haben, kann der Geheimdienst wissen, was wir tun, was wir sagen und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen werden heutzutage zwischen 1 Megabyte und mehrere Gigabyte an Daten über jeden Tag gesammelt. Das sind also zwischen 1 Million und 1 Milliarde Ziffern über jeden von Ihnen. Ja? Und das sind natürlich Informationen von Kameras, von Mikrofonen vielleicht, von Beschleunigungssensoren, insgesamt von Sensoren in Ihren Smartphones, die dann zum Beispiel von Apple durch den IBM Watson gejagt werden, um Rückschlüsse zu ziehen über Ihre Gesundheit. Ja, sind Sie depressiv, bekommen Sie vielleicht Alzheimer oder Parkinson, haben Sie vielleicht Krebs. Ja? Sie haben keine Ahnung, was da alles erschlossen wird aus diesen Daten, ob es nun richtig oder falsch ist, ist eine andere Frage. Und hier noch ein paar ganz extreme Cases davon, die illustrieren, dass wir heutzutage nicht nur im Beruf und in der Öffentlichkeit, sondern auch privat eigentlich immer mehr vermessen werden, sind diese drei Beispiele. Erstens mal hat sich herausgestellt, unsere Hardware, die Prozessoren, ist korrupt. Es gab im Grunde genommen Backdoors oder zumindest Fehler, die es erlaubten, seit vielen Jahren mitzulesen, was sie eintippen. Ja, alles. Also nicht nur, was Sie anklicken im Internet, was durch Cookies mitgeschrieben wird, sondern alles, was Sie getippt haben, konnte man wissen. Es geht so weit, dass die NSA heutzutage anhand ihres Stimmprofils ermitteln kann, wo Sie gerade sind und mit wem Sie sich unterhalten und was Sie sagen. Das kann man automatisch transkribieren und nach bestimmten Stichworten durchsuchen. Und es gibt Firmen wie Axon Global,
die 64.000 sozialen Medienplattformen mitschreibt, ja, dabei sind Facebook und Twitter nur zwei. Sie können sich also vorstellen, was da für unendliche Datenmengen zusammenkommen. Sie sind längst Gläser. Ja, diese Daten entlösen alles. Und es gibt Firmen wie Cambridge Analytica, nicht die schlimmste von allen, die von sich sagen, dass sie wissen, was wir denken, dass sie anhand von Hunderten von Facebook-Likes im Grunde genommen besser voraussagen können, was wir tun werden als unsere Freunde und Partner und Familie. Damit können wir auch von Firmen, die wir gar nicht kennen, besser manipuliert werden als durch unsere Freunde. So, und jetzt plötzlich kommt eine ganz neue Diskussion auf. Ja, Facebook ist in Panik geraten, hat Cambridge Analytica rausgeschmissen. Warum ist das überhaupt so ein großes Thema? Im Grunde genommen war es ja schon vor einigen Monaten in der Presse. Ja, 50 Millionen Facebook-Profile wurden gestohlen, so heißt es. Und da werden Auswertungen gemacht, die eben sehr aufschlussreich sind über sexuelle Orientierung, geschätzter IQ, Kindheitstraumata, ja? Einkommen, Religion und so weiter und so fort. Ja? Lieben Sie oder hassen Sie Juden, Homosexuelle und so weiter und so fort. Das weiß Facebook alles. Ja? Und wird entsprechend. Also, hoch unethisch wird das eingestuft. Und das ist so weit, dass wir eigentlich alle auf eine virtuelle Psycho-Couch gelegt wurden. Man kann ihre Persönlichkeit öffentlich einsehen. Crystal Knows warb sogar damit, see anyone's personality. Das sind hoch detaillierte Profile. Wie weit über das hinausgehen, Sie sehen hier verschiedene Charaktereigenschaften, wie stark sie vertreten sind. Und auch die Aktivitätsmuster über die Woche und im Laufe des Tages. Das heißt, sie sind vollkommen vermessen und sie wissen nicht von wem. Und das Problem darüber hinaus ist nicht nur, dass sie gläsern sind und damit in gewisser Weise ausgeliefert, sondern sie können auch manipuliert werden über die kognitiven Biases, die wir alle haben. Unser Gehirn ist hocheffizient, verbraucht nur 100 Watt, ja eine Glühbirne, aber kann viel mehr, macht aber Abkürzungen und Vereinfachungen, die kann man ausnutzen, um sie auszutricksen. Und man hat all diese verschiedenen kognitiven Fehler vermessen und herausgefunden, wie man sie systematisch einsetzen kann. Man benutzt heutzutage künstliche Intelligenzsysteme, um ganze Bevölkerungen zu steuern. Das werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Also, Google war eines der ersten Unternehmen, was mit diesen personalisierten Informationen aufkam. Wenn man ihre Aufmerksamkeit gewinnen kann, dann kann man sie auch beeinflussen in ihren Emotionen, in ihren Meinungen entscheiden und damit auch in ihrem Verhalten. Und man kann sie auch konditionieren, ja. Wenn sie jetzt also plötzlich einen neuen Follower haben oder ein Like und so weiter und so fort, das bringt die Leute dazu, ständig wieder das Profil von Facebook oder Twitter zu öffnen, weil das im Grunde genommen kleine Endorphinausschüttungen bewirkt und das macht Menschen süchtig, beeinflusst Menschen und Sie sehen, es ist im Grunde genommen schon so eine Art Gleichschaltung auf den Weg gekommen und die ist nicht unbeabsichtigt. Ja, schauen Sie sich dieses Buch an von Richard Thaler, Nobelpreisträger, trotzdem sollten wir das kritisch sehen. Denn er sagt im Grunde genommen, wir verhalten uns falsch und das muss korrigiert werden. Ja? Wenn nicht vom Staat, dann bitteschön von den Unternehmen. Also dieser Vorgang darf nicht aus der Reihe tanzen, er hat ein fähiges Wort zu sein. Das ist aber kein Vogelschwarm, wie es vorgibt, sondern das ist ein Kristall, das ist eine Marschformation. Ein Vogelschwarm ist selbst organisiert. Da gibt es keinen Führervogel, der den anderen sagt, was zu tun ist. Ein Vogelschwarm ist nicht zentralisiert optimiert. Ja, also das ist ein faschistisches Konzept, was dahinter steckt. Ja. Es gibt Leute, die sich fragen, können wir jetzt die Gesellschaft wie eine gigantische Maschine steuern? Wir müssten dann wissen, was die Einzelteile sind, dazu gehören Sie und ich. Man müsste wissen, wie wir uns verhalten, wie man uns manipulieren kann. Und in der Tat versucht man das und versucht auch Städte zu automatisieren. Ja, da sind einige Unternehmen unterwegs in diesem Bereich. Aber das Problem ist, Städte sind nicht einfach gigantische Supply Chains und auch keine Entertainment Parks, sondern Städte sind letzten Endes Orte des Experimentierens, des Lernens, des Interagierens, der Kreativität und Innovation.
Und das kann man nicht automatisieren, sondern da brauchen wir Freiheit zum Gestalten, auch Freiheit des Denkens. Ja? Insofern muss man das durchaus kritisch sehen, wenn jetzt Unternehmen versuchen, den Staat neu zu programmieren, ob das nun Google ist oder IBM oder Apple oder Facebook, wo man sagt, dass Zuckerberg auch noch die Welt regieren möchte, ob das nun wahr ist oder nicht. Putins Meinung dazu ist, wer in künstlicher Intelligenz führend ist, der wird tatsächlich letzten Endes die Welt beherrschen. Die Frage ist, wer ist das? Ist das Google? Ist das jemand anders? Und es läuft wohl auf China hinaus. Ja? Und China führt jetzt diesen berühmten Citizen Score ein. Das heißt, alles, was man hinterlässt, gibt Plus- oder Minuspunkte. Wenn Sie Ihre Oma nicht oft genug besuchen, gibt es Minuspunkte. Wenn Sie bei Rot über die Ampel gehen, Minuspunkte. Wenn Sie Ihre Miete ein paar Tage später zahlen, Minuspunkte. Wenn Sie kritische Nachrichten lesen, Minuspunkte. Wenn Sie die falschen Freunde haben, Minuspunkte. Aber von Ihrem Punktestand hängt ab, welche Berufe Sie haben können, in welche Länder Sie reisen können. Das ist ein neofeudalistisches System, was hier geschaffen wird. Das ist technologischer Totalitarismus und in keinster Weise mit der Grundordnung von Demokratien vereinbar. In Deutschland ist Artikel 1 des Grundgesetzes über die Würde des Menschen, dass sie zu schützen ist vom Staat und von allen anderen. Und das hat seinen Grund darin, dass man gesehen hat, was passiert, wenn das nicht der höchste Wert ist. Dann können früher oder später Dinge passieren wie Faschismus, wie Holocaust, wie Weltkriege und so weiter und so fort. Und deswegen beruhen Demokratien auf diesem Grundwert. Das ist in der Schweiz nicht anders, das ist, glaube ich, Artikel 7. Und aus dieser Menschenwürde leiten sich bestimmte Dinge ab, dass wir nämlich nicht zu optimieren sind wie irgendeine Hühnerfarm. Ja, wir dürfen nicht behandelt werden wie Tiere oder Objekte oder Daten, sondern wir müssen mitbestimmen und mitgestalten können, sonst verstößt es gegen die Menschenwürde. Und ähnlich sieht das die Universal Declaration of Human Rights. Und übrigens gelten diese Dinge auch auf extraterritorialem Gelände. Trotzdem gibt es Leute, die nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier übrigens China in den Himmel loben und sich ein chinesisches System wünschen und auch über die Menschenrechte diskutieren und ob man die nicht einschränken kann angesichts von Sicherheitsproblemen und anderen Problemen. Und ich warne hier, das kann nicht gut enden, ja, wie die Geschichte zeigt. Warum wird über diese Dinge diskutiert? Das müssen wir ein anderes Fass aufmachen. Das ist das Problem der Nachhaltigkeit. Wir überbeanspruchen die erneuerbaren Ressourcen. Deswegen haben die Vereinten Nationen diese Agenda 2030 beschlossen, die Sustainable Development Goals bis 2030. Also in 12 Jahren sollen wir diese Ziele erreicht haben. Ja? Das war so wichtig, dass selbst der Papst zu dieser Vollversammlung gereist ist und sie eröffnet hat. Und die Lösung, die man sich ausgedacht hat, ist eine, die letzten Endes auf Carbon Trading hinausläuft. Und eine dieser Ressourcen, die bis zum Ende des Jahrhunderts auslaufen, wird Öl, Gas und Kohle, aller Voraussicht nach. Also man versucht jetzt sozusagen jeden zu vermessen, das heißt ihre Mobilität, fahren sie mit dem Auto, fliegen sie mit dem Flugzeug und wie viel und wie viel Plastikbecher stehen in ihrem Kühlschrank und so weiter und so fort. Das wird alles umgerechnet in CO2, deswegen muss man sie überwachen und auch diesen Internet of Things Kühlschrank haben, damit man genau weiß, wie viel CO2 sie produzieren und sie entsprechend mit neuen Steuern bestrafen kann. Dabei wäre das alles ganz einfach, man könnte einfach das Benzin und Kohle teurer machen und müsste uns nicht rund um die Uhr überwachen. Aber hier geht es um einen Billionenmarkt. Ja, das ist der eigentliche Grund für diese Maßnahmen. Und aus dieser Nachhaltigkeitsproblematik wird letzten Endes gerechtfertigt, dass es eine Massenüberwachung braucht, dass man wissen muss, wo welche Ressourcen sind und wer sie verbraucht und dass man unser Verhalten steuern muss, denn andernfalls geht es nicht gut. Und wenn man dann versucht nachzuvollziehen, wo all diese Ideen herkommen, dann stellt sich heraus, das kommt tatsächlich vom Faschismus, das kommt von den Nazis. Damals sind viele Ingenieure und Wissenschaftler nach Amerika
geholt worden, wo sie dann in verschiedenen Institutionen, NASA, CIA und so weiter gearbeitet haben. Und aus dieser Quelle stammen dann auch Ideen wie das Projekt MK Ultra. Und da geht es um Mind Control und das ist offensichtlich immer noch unterwegs. Und daraus haben sich dann diese ganzen Technologien entwickelt, wie Profiling und Targeting und Neuromarketing und Big Nudging und wie sie alle heißen. Und die Personen, die dahinter stecken, die sind tatsächlich identifizierbar und die befassen sich übrigens auch mit Microwave Weapons. Also ich kann nur sagen, Vorsicht, was da auf uns zukommt. Denn das sind die Prognosen vom Club of Rome finanziert, das Limit to Grow Studio, da sehen Sie, dass im Grunde genommen in den nächsten Jahren ein Wirtschaftskollaps prognostiziert wird und dass ein Bevölkerungskollaps bevorsteht. Also die Todesrate wird enorm in die Höhe gehen und deswegen gibt es Bücher wie dieses, die man natürlich nicht gerne liest, Learning to Die in the Anthropocene. Und deswegen diskutieren wir so viel über Trolley Problems und über autonomes Fahren und wer nun letzten Endes sterben muss, wenn das Auto nicht rechtzeitig bremsen kann. Ja? Da geht es um viel größere Fragen. Das heißt, wie letzten Endes das Überbevölkerungsproblem gelöst werden kann. Und schon gibt es Algorithmen, die über Leben und Tod entscheiden. Und schon wird diskutiert über AI-basierte Euthanasie. Sie sehen also, wo das hinführt. Es ist der Schlund der Hölle, könnte man sagen. Und deswegen ist diese Diskussion über autonome Kriegsroboter und autonome Waffen wirklich so entscheidend, denn autonome Waffen müssen nicht unbedingt Drohnen sein und Panzer, sondern das können auch heutzutage unsichtbare Dinge sein wie Strahlung oder wie Nanopartikel und so weiter und so fort. Ja? Also kein Wunder, dass es jetzt einen Tech-Clash gibt. Ja? Den Leuten ist das einfach zu viel. Es beginnt ein neues Spiel, die zweite Phase der Digitalisierung. Ja, und das ist die Chance für Europa. Da sollten wir direkt einsteigen, denn da ist im Moment niemand führend. Das passt aber zu unserem Wertesystem, zu unserer Kultur. Also weg von diesem Versuch, die Welt top-down zu beherrschen, hin zu Befähigung und Koordination. Ja, und was müssen wir machen? Wir müssen die Daten der Internetgiganten zurückerobern, liest man in der Zeitung. Plötzlich kommen Fragen auf, wen gehört unser digitaler Zwilling? Denn im Grunde genommen wird unser Leben von Firmen heruntergeladen und digitalisiert, damit man uns im Computer simulieren kann und ausprobieren kann, wie man uns am besten manipulieren kann und so weiter und so fort. Ja, das sind die Firmen, die sich anstellen, wenn man mal einen Song im Internet runterlädt. Ja, natürlich gehört unser Leben uns und auch die Kopie von unserem Leben. Wir müssen sie also wieder unter unsere Kontrolle bringen und deswegen tun Sie das, was das Berner Digitalmanifest diskutiert hat. Bauen Sie diesen Swiss Data Lake und stellen Sie informationelle Selbstbestimmung sicher. Das heißt, wenn immer Daten über irgendjemanden produziert werden, absichtlich oder nicht, diese Daten gehören gesendet in eine persönliche Data Mailbox. Und dort sollten Sie in der Lage sein, Ihre eigenen Daten zu verwalten. Damit Sie dabei jetzt nicht irgendwie stundenlang jeden Tag beschäftigt sind, brauchen Sie einen KI-basierten digitalen Assistenten, der weiß, wie Sie es gerne hätten, der das vorkonfiguriert und so weiter und der Ihnen hilft zu entscheiden, welche Firma oder Institution, welche Daten für welche Einsatzzwecke, wie lange und vielleicht für welchen Preis verwenden darf. Die Verwendungen würden transparent mitgeschrieben und auch wieder in diese Data-Mailbox geschrieben und Regierungen und Wissenschaftler, denke ich, sollten Statistiken machen können, die aber auch transparent sein müssten, sodass also diese Public Good entstehen kann. So, warum wäre das auch für die Wirtschaft gut? Weil sie niemals es schaffen können, Jahre später mit dem Silicon Valley aufzuholen, denn die Innovation verläuft exponentiell und selbst wenn sie die gleiche Beschleunigung zustande bekämen, mit einiger Zeitverzögerung würde sich der Abstand immer noch vergrößern. Das heißt, Sie hätten das Gefühl, Sie kommen voran, aber in Wirklichkeit fallen Sie immer weiter zurück. Ja? Es besteht die Gefahr von Fehlinvestitionen. Sie dürfen nicht das Gleiche machen wie im Silicon Valley nur später. Das kann nicht funktionieren, sondern es gibt nur eine Möglichkeit aufzuholen und zu überholen und das ist kombinatorische Innovation,
Die wird nämlich noch schneller wachsen als exponentiell und dafür müssen Sie kooperieren, dafür müssen Sie sich genügend öffnen, dafür braucht es Interoperabilität und es braucht Reziprozität, das heißt, wer mehr Daten gibt, darf auch mehr Daten nehmen, gegeben eben auch diese informationelle Selbstbestimmung. Und im Grunde genommen sind die Voraussetzungen in der Schweiz gar nicht so schlecht. Ja? Zum Beispiel wächst hier gerade ein wunderschönes Fintech-Ökosystem heran in Crypto Valley und auch anderswo. Das ist, glaube ich, eine riesige Chance für die Schweiz und eben auch für diese dezentralen Ansätze, die, glaube ich, jetzt wichtig werden, genau die richtige Marschrichtung. Daneben wird jetzt immer mehr eingefordert, ethisch allein, ethical allein Design, das heißt Design für die grundgesetzlichen und kulturellen Werte, die wir haben. Und da gibt es viele davon. Ja, man muss das lernen, wie man die umsetzt in Software. Und wir müssen auch Wertepluralismus sicherstellen, wie das sich für eine Demokratie gehört. Ja, wir müssen die Demokratie digital upgraden, die Digitalisierung demokratisch upgraden. Was bedeutet also Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde, Freiheit, Selbstbestimmung, Pluralismus, Schutz von Minoritäten, Gewaltenteilung, Checks and Balances, Mitgestaltung, Transparenz, Gerechtigkeit und Fairness, Legitimität, Subsidiarität, Privatsphäre im Sinne von Schutz vor Ausgeliefertsein und Missbrauch und auch im Sinne von einem Recht, alleingelassen zu werden. Verwandeln Sie die sogenannten War Rooms into Peace Rooms, das heißt, stellen Sie Transparenz sicher, demokratische Nutzung, interdisziplinäre wissenschaftliche Nutzung der Daten, damit da keine Fehler passieren, keine Fehlschlüsse, ethische Experten, multiperspektivische Ansätze und partizipative Möglichkeiten, auch im Sinne der Erschließung des Wertes Ihrer Daten. Ja? Und was wir wirklich hinbekommen müssen, ist, dieses Nachhaltigkeitsproblem zu lösen. Heutzutage wirft jeder 50 Tonnen Müll in seinem Leben weg. Ja, das sind Möbel, das sind Autos, das sind Computer, das sind Smartphones. Genug für 5 Leute. Es gibt keine Ressourcenkrise auf der Welt. Wir organisieren uns nur zu schlecht. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, eine Sharing Economy, dann reicht es für alle. Wie kommen wir dahin? Nicht durch Regulierung, sondern indem wir jetzt das Internet der Dinge nutzen, um die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt und auf andere zu messen. Ja? Lärm und CO2 und Abfallstoffe und so weiter und so fort. Und dann müssen wir Feedback-Loops einführen in dieses System. Wir brauchen also ein Echtzeit-Feedback-System, ein multidimensionales, wo detaillierte Anreize gesetzt werden. Und mit diesem System können wir dann auch komplexe Systeme managen und sogar selbstorganisierende Systeme bauen. Und mit Bitcoin-Technologie könnte man das beispielsweise umsetzen. Das heißt, wir würden dadurch neue Marktkräfte entfesseln, die dafür sorgen, dass Abfallstoffe wiederverwertet werden und dass umweltfreundliche Produktion, sozialverträgliche Produktion belohnt werden. Und damit wir das bis 2030 ungefähr schaffen, müssen wir wirklich die Innovationsrate noch um einiges beschleunigen und tatsächlich viel mutiger werden. Wir brauchen tatsächlich einen großen Sprung in ein größeres Aquarium. Also wie schaffen wir das letzten Endes, diese Ressourcenkrise, die auf uns zukommt, mit unserem alten Wirtschaftssystem zu überwinden? Wir müssen ein neues Wirtschaftssystem bauen, keine Frage. Ja, müssen also groß denken. Wir selber arbeiten daran, das Internet of Things mit Blockchain-Technologie zusammenzubringen. Dazu veranstalten wir auch Hackathons, waren 200 Studierende da, 26 Projekte von Energie bis Finanz, von Nachhaltigkeit bis Demokratie und noch vieles andere. Also wunderbare Sachen basieren an der ETH und anderswo. Und es gibt auch neue Ansätze, um die Versorgung mit Wasser in der Welt zu garantieren. Es gibt völlig neue Arten der Energiegewinnung, die sich jetzt abzeichnen, ja, sogar kleinskalige Fusionsreaktoren. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich in eine Zeit, wo wir dezentral Energie erzeugen können in ausreichenden Mengen. Und ich kann Ihnen insofern sagen, also jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Seien Sie vorne dabei, ja, eine neue Gründerzeit steht an.
wir müssen da durch und tun wir das doch zusammen. Vielen Dank.